Employability. Erwerbsfähig werden und bleiben. Wie geht denn das? Das ist Paul. Paul ist Handwerker und verdient sein Geld mit Bilderaufhängen. Paul weiß, dass er dazu einen Hammer und einen Nagel braucht. Paul kann den Nagel in die Wand schlagen, ohne seinen Daumen zu treffen. Paul will diesen Auftrag ausführen, weil er sonst nicht bezahlt wird. Paul traut sich, den Hammer mit Schwung auf den Nagel zu schlagen. Paul schlägt mit dem Hammer schwungvoll auf den Nagel. Der Nagel steckt in der Wand. Paul hängt das Bild auf. Fertig. Gut gemacht. Weiter zum nächsten Auftrag. Paul schlägt wieder mit dem Hammer schwungvoll auf den Nagel. Ups. Was jetzt? Eine neue Herausforderung. Ah, lebenslanges Lernen. Selbst ist der Mann. Keine Angst vor Technik. Bohrmaschine, Dübel, Schraube. Loch bohren, Dübel einführen, Schraube festdrehen, Bild aufhängen. Fertig. Selbstständig dazugelernt. Job gesichert. Oder für Wissenschaftler, Paul hat seine Employability erhalten.